Hallo YouTube und willkommen zu einem Commentary auf meinem Kanal. Auf meinem Channel gab es ja schon längere Zeit kein Commentary mehr und deswegen habe ich mir heute überlegt, wird es mal wieder Zeit für ein neues Commentary? Ja, was habe ich für euch heute am Start? Ich habe für euch heute ein Black Ops 2 Gameplay. Das gab es jetzt auch schon einige Zeit nicht mehr. Und da ja die Meinung zu Ghost ein wenig gespalten ist, habe ich mir überlegt, werde ich heute einfach mal ein bisschen Black Ops 2 zeigen. Das Ganze ist jetzt zwar in dem Modus Public, aber ich denke, das ist gerade ein wenig zweitrangig. Ich möchte auch gar nicht zu sehr aufs Gameplay hier eingehen, weil das ja eigentlich ein Commentary ist. Aber kommen wir nochmal kurz zum Gameplay im Hintergrund. Das ist halt Black Ops 2 Herrschaft auf der Map Studio. Das ist auch nur eine Hälfte. Ich glaube, der Score war 59-4. Ist okay, kann man zeigen, sage ich mal. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gameplay hier. Also kommen wir zum eigentlichen Thema, was ich heute habe. Was ich einfach mal fragen wollte, ist, was möchten die Leute eigentlich auf meinem Kanal sehen? Ich hatte ja jetzt in der Vergangenheit nicht ganz so viel Ghost gezeigt oder allgemein COD. Lag vielleicht daran, dass ich auch nicht so viel COD gespielt habe. Ich hatte ja auch die One bekommen, habe mich dann noch ein bisschen mit den Games da beschäftigt, wie zum Beispiel Rise oder so oder ein bisschen FIFA oder sonst irgendwas. Und ja, jetzt in Zukunft möchte ich auf jeden Fall wieder öfters COD bringen. Und da ist meine Frage an euch, was möchtet ihr denn genau sehen? Habt ihr weiterhin Bock auf Ghost? Ghost würde ich dann auf jeden Fall auf der One zeigen. Wenn ihr dann andere COD-Teile sehen möchtet, dann müsste ich mein Interesse wieder anschließen und würde dann auch auf jeden Fall wieder Black Ops 2 zeigen. Oder was auch immer ihr sehen wollt. Das ist so ein bisschen meine Frage an euch. Das könnt ihr mal eure Meinung unten in die Kommentare posten, nur worauf ihr Bock habt. Würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Und dann habt ihr ja auch schon gesehen, auf meinem Kanal sind jetzt schon öfters Videos mit Facecam gekommen. Wenn ich genau weiß, was Facecam bedeutet, das ist halt einfach oben rechts ein Fenster, wo die Leute mich dann auch noch sehen könnt. Das ist eine Frage auch noch an euch. Möchtet ihr jetzt in Zukunft auch noch mehrere Videos sehen mit Facecam oder nicht? Oder stört euch das nur oder achtet ihr daraus sowieso nicht? Das interessiert mich auch. Da ist ja auch so die Meinung so ein wenig gespalten. Deswegen unten in die Kommentare eure Meinung jetzt. Jetzt bin ich echt drauf gespannt. Übrigens, jetzt im Hintergrund seht ihr ein nice Feed von mir. Ist zwar mit der Shotgun, aber ich habe da glaube ich 9 Leute oder so in den Street gezogen. War auf jeden Fall ganz nice. Da war ich schon ziemlich absolutely on fire. Ne, auf jeden Fall. Genau, dann wollte ich nochmal meinen Facebook-Account erwähnen. Da wird es eventuell jetzt ein Elgato Giveaway geben. Da bin ich gerade mit Elgato noch im Gespräch, dass ich vor Weihnachten noch was raushauen kann für euch. Da bin ich gespannt, ob mir Elgato jetzt noch da ein paar Capture Cards für euch zur Verfügung stellen kann. Da werde ich dann auf jeden Fall demnächst noch ein Giveaway machen. Ich hoffe, ich schaffe das Ganze noch vor Weihnachten. Wenn nicht, wird das auf jeden Fall nach Weihnachten kommen. Aber auf jeden Fall plane ich da gerade noch ein schönes Giveaway für euch treuen Fans und Abonnenten. Und wer mich noch nicht auf Facebook geliked hat, bitte ich jetzt dies auf jeden Fall zu tun. Ich werde dort auch wieder ein bisschen aktiver werden, werde dort auch mal auf jeden Fall die aktuellen Videos von mir und von N7Nation posten. Und bestimmt auch das eine oder andere Bild. Also wer auf lustiges Kram abfährt, sollte auf jeden Fall auf meinen Facebook-Channel vorbeischauen. Das Ganze ist facebook.com/carpa mit 3a. Und dann hoffe ich auf euer Like, wer es noch nicht getan hat. Ja, und wer das gute Projekt N7Nation noch nicht kennt, wovon ich ja auf jeden Fall nicht ausgehen sollte, ihr solltet auf jeden Fall N7Nation kennen, das ist das neue Projekt, was ich habe. Und dort läuft es ja auch einigermaßen rund momentan. Dort haben wir jetzt schon bald, ich glaube, 8000 oder bald schon 9000 Abonnenten erreicht. Und das Projekt ist gerade mal 2 Monate da, da läuft es auch ziemlich gut. Dort bringe ich natürlich auch immer das eine oder andere Commentary. Da bin ich auch gerade im Hintergrund noch ein wenig am Umstrukturieren, um da den Upload-Plan auf jeden Fall jetzt mal richtig fix zu bekommen, damit die Leute sich darauf einstellen können und auf jeden Fall wissen, was Tag für Tag da abgeht. Ja, dort gibt es zum Beispiel auch aktuelle Videos, was gerade so bei N7 abgeht. Also wer so Interesse an N7 allgemein hat, sollte auf jeden Fall auch mal auf den N7Nation-Channel vorbeischauen. Dort gibt es auf jeden Fall immer sehr viele informative Videos. Wenn es nicht gerade rund um N7 geht, dann auf jeden Fall um COD oder allgemein COD-Szene. Also solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen dort. Ja, das war's auch schon, das Gameplay neigt sich jetzt gerade hier zum Ende. Und ich bin wirklich auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Schreibt mir auf jeden Fall was unten in die Kommentare zu den Fragen, die ich in dem Video gestellt habe.
Und ich bedanke mich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Bis dann, euer Keeper, the Boss. Cheers!